Morgen und die Woche beginnt mit einer halben Melone. So, jetzt gibt es eine ziemlich intensive Bowl. Sie besteht aus Wildgrün, aus Petersilie und das ist dann sozusagen noch mit gekeimtem Buchweizen als Topping, wie man sowas nennt, was jetzt mittlerweile auch eingerührt ist, versehen. Dazu gibt es noch getrocknete Pflaumen und Hanfsamen. Trinken tue ich im Übrigen die ganze Zeit immer diesen Tee oder generell Tee. Und zwar, ich bin dazu übergegangen, ich habe eventuell schon ein Video gemacht oder es kommt noch, Rohkost-Tee zu trinken. Weil, ja, das Tee mit dem Erhitzen und mit dem, ich habe einfach so intuitiv kein schönes Gefühl dabei. Und es funktioniert halt einwandfrei, indem man guten, hochwertigen Tee nimmt. Also, ich habe damals diesen Teetest gemacht und von Robert's Teehaus, ich verlinke euch unten die Teesorten. Der hat nur 5 Sorten, aber die sind super Qualität und ja, es gibt nichts, also ich habe nichts Günstigeres gefunden im Internet für die hochqualitativen Sorten und ja, und deswegen werde ich da auch immer dabei bleiben und das trinke ich halt quasi immer ja, mit eventuell Stevia oder vielleicht noch mit einem Schuss aromatischen Öl, also einem Tropfen Pfefferminzöl oder Orangenöl. Jeden Tag, vielleicht manchmal ein bisschen Pulver rein, Guarana, aber das ist so meine Basis. Einfach nur Tee, entweder 4 bis 10 Stunden eingeweicht, dann schmeckt der ganz mild, oder 24 Stunden, da sind noch richtige Bitterstoffe dann drin, je nachdem, wie ich Lust habe. Und das ist quasi so mein Getränk. So, jetzt gibt es mal ein kleines Experiment. Ich habe Bohnen über eine Woche lang in Wasser eingeweicht, alle 2, 3 Tage gespült und die jetzt ja, ungefähr 2,5 Minuten, also ich glaube, wir waren fast 3 Minuten in den Topf reingemacht und erhitzt. Und in dem Moment, wo ich in Gefahr dachte, dass sie anbraten, habe ich ein bisschen Wasser aufgegossen, um das dann wieder verdampft ist. Und wo das verdampft war, waren wie gesagt 2,5, 3 Minuten um. Jetzt gibt es einen Teller mit Zucchini und kleinen Partytomaten. Und nun gibt es Bananeneis mit Buchweizen und Mohn, das gekeimte Buchweizen. So, das ist jetzt ein Salat, der kommt komplett ohne Sojasauce und Salz aus. Nämlich habe ich jetzt was entdeckt. Diese Spirulina von Akal Food, das hat mir die Sarah geschenkt. Das sind doch, ja, ist schon was anderes als das Spirulina, was man so als Pulver kaufen kann. Beziehungsweise die Qualität wahrscheinlich einfach hier in Rohkostqualität. Das ist schon, ja, schmeckt wirklich gut im Gegensatz zu dem anderen Spirulina. Dazu ist frischer Mangold von Lebegesund, frische Pastinake von Lebegesund, frische Möhren von Lebegesund, Paranüsse und tiefgefrorene Bioerbsen. Und das schmeckt einfach so total gut. Da ist kein Gewürz dran, da ist kein Öl dran, kein Essig. Da ist kein Dressing dran. Ich bin begeistert und es schmeckt richtig, richtig gut. Jetzt gibt es ein Müsli aus selbst geflockten Haferflocken, aus Banane, Orange und Leinsamen und Schoko, also Kakaobohnen. Genau. So, jetzt gibt es hier einen Teller aus kleinen Paprika, aus kleinen Tomaten und aus Süßlupinen. Jetzt gibt es 3 Gurken. Das sind hier Paranüsse und da esse ich jeden Tag so 3 bis 5, den nehme ich nicht jedes Mal auf. Und ja, mittlerweile wieder was Neues probiert bei Paranüssen, um endlich mal Paranüsse zu finden, die wirklich keine schlechten Paranüsse haben. Bis jetzt haben sie keine schlechten, aber das ist nur eine Packung. Wenn ich das 2, 3 Mal gemacht habe und es sind wirklich keine schlechten dabei, dann würde ich euch dann auch sagen, was das für welche sind. Ansonsten, ja, habe ich bisher, egal wo ich meine Paranüsse gekauft habe, egal wie teuer, immer schlechte dabei gehabt. Und ja, wir werden sehen. So, jetzt gibt es eine Pfanne aus gekochten oder angebratenen Zwiebeln und Pilzen. Die waren leider nicht mal so gut, dass ich sie hätte roh essen können. Und da habe ich mir eine Pilz-Zwiebelpfanne gemacht. Und dazu habe ich noch einen Tofu reingemacht. Und ja, einfach mal wieder so eine gekochte Mahlzeit. Und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich sie mit Entzücken, mit Lust, mit Wollust einfach ja, esse und mir da keine Gedanken mache. Boah, das ist nicht Rohkost. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Wer da wirklich mal einfach richtig Bock hat, der einfach eine gekochte Mahlzeit essen und alles ist gut.